Was macht eigentlich das Startup BRC? Wenn die Sonne erstmal durch die Wolkendecke strahlt, wird hier eine ganze Menge Strom produziert. Bei solchen Solaranlagen gibt es aber ein grundsätzliches Problem, nämlich die Verschattung einzelner Module. Wenn beispielsweise so ein Oberlicht vorhanden ist, das im Laufe eines Tages einen Schatten auf ein Solarmodul wirft, sinkt die Leistung dieses Moduls erheblich. Dabei reicht es tatsächlich schon, wenn gerade mal ein Sechstel der Fläche eines Panels verschattet wird. Damit ist das komplette Solarmodul quasi außer Betrieb. Oder anders gesagt, dieser kleine Schatten führt zum selben Ergebnis wie eine vollständige Verdunklung des Moduls. Wenn nun ein einzelnes Solarpanel keine Leistung mehr bringt, hat das gravierende Folgen für das Gesamtsystem. Das Problem bei der Photovoltaikanlage ist, dass alle Panels meist in Reihe geschaltet werden, dementsprechend einen gemeinsamen Strom führen, der überall gleich ist. Wenn jetzt eins dieser Module einen Schatten hat, dann sinkt in diesem Modul der Strom und dementsprechend durch die Reihenschaltung sinkt der Strom in allen Modulen auch gleichzeitig mit und die komplette Anlage liefert weniger Leistung. Natürlich gibt es bereits technische Maßnahmen, um diese Verluste zu begrenzen. Leider sind die entweder günstig, aber dafür ineffizient, oder sie haben einen höheren Wirkungsgrad, sind dafür aber ziemlich teuer. Und genau hier kommt das Produkt von BRC ins Spiel. Eine relativ kleine, patentierte Schaltung mit vielen Vorteilen. Also unsere Elektronik muss nur an verschattete Module angebaut werden vom Handwerker und ist auch nur aktiv bei Verschattung. Das heißt, wir haben hier einen deutlichen Wirkungsgradvorteil und das wirkt sich natürlich positiv für den Kunden aus, beim Energieertrag, und unsere Elektronik wird wahrscheinlich auch deutlich günstiger sein als das, was die Mitbewerber bisher liefern. Zu dritt haben die Gründer diese Elektronik entwickelt und ausgiebig im Labor der Hochschule getestet. Die Ergebnisse sind eindeutig. Das kleine Ding kann die Leistung von Solaranlagen mit Schattenproblemen deutlich steigern. Mit diesem Fazit im Gepäck geht es für die Gründer jetzt in die nächste Phase. Also aktuell haben wir unsere ersten Prototypen schon entwickelt. Wir werden nun diese weiter zur Marktreife voranentwickeln und dann zum Ende des Jahres versuchen, unser Produkt zu verkaufen. Eine klare Strategie also, um mit diesem Produkt den wachsenden Photovoltaikmarkt zu erobern. Unterstützt werden die drei Gründer dabei von Professor Merz. Er ist der Mentor des Projekts und steht mit seinem Know-how zur Verfügung. Er findet es wichtig, dass Startups von der Hochschule gefördert werden. Zum einen ist es ein hervorragendes Aushängeschild für eine Hochschule, wenn erfolgreiche Unternehmen aus der Hochschule raus entstehen. Zum anderen ist es für die Hochschule natürlich auch so, wir wollen eine Perspektive für unsere Studierenden aufbauen. Und die kann die Selbstständigkeit sein. Auf der anderen Seite, ausgegründete Unternehmen sind der Hochschule in der Regel verbunden, weil man dann doch auch gemeinsame Forschung treibt. Und damit entstehen auch wieder Arbeitsplätze für nachfolgende Studentengenerationen. Und so freuen wir uns über die Ausgründung BRC und sind natürlich gespannt, wie es weitergeht.